Bei Videos haben wir im Gegensatz zu textuellen Inhalten den Sonderfall im Internet, dass sich die Inhalte auf einige wenige Portale konzentrieren, also YouTube, Dailymotion, MyVideo und so weiter. Bei textuellen Inhalten bekomme ich halt immer das gesamte Dokument zurück, wohingegen es mir halt bei Videoinhalten darauf ankommt, dass ich nicht eine komplette Seite dargestellt bekomme, sondern wirklich das konkrete Video, was ich halt als Nutzer abspielen möchte. Bei Videosuche haben wir auch einen ganz klaren Fokus auf sogenannte Metainformationen, also der schon angesprochene Videotitel, Tags und so weiter. Nutzergenerierte Inhalte sind üblicherweise Tags, Kommentare, die von Nutzern geliefert werden. Und das kann halt einfach zur Gewinnung semantischer Daten dienen. Also einfach kann halt Videos mit Informationen anreichern. Diese zusätzlichen Konnotationen ermöglichen halt ein besseres Auffinden von Videos. Dadurch werden eben Videos auch über verwandte Suchen gefunden. Und darüber hinaus ermöglichen halt sogenannte Playlists Gruppierungen von Videos. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Playlist zum Thema Sportwagen erstelle, dann werden halt diese Videos in Zukunft auch zu dem Suchbegriff Sportwagen gefunden. Wenn ein Nutzer jetzt Videos sucht, die halt mit bestimmten Begriffen getaggt sind, sich diese Videos ansieht, dann kann sich das System halt merken, der Nutzer mag Videos aus diesem oder jenem Themenbereich. Durch so Geräte wie halt das iPhone oder Blackberries oder halt eben das Google Android-Betriebssystem für mobile Endgeräte, habe ich halt erstmals die Möglichkeit, wirklich in einem breiten Rahmen Inhalte mit ortsbasierten Informationen zu taggen und habe dadurch halt eben die Möglichkeit, Informationen, zum Beispiel eben halt auch Videos zu einem bestimmten Ort zu suchen.